Also ich muss ja sagen, dafür, dass die anderen irgendwie schneller angefangen haben, sind wir schon fast irgendwie weiter als die. Und wenn man ein bisschen Ja, guckt. aber die bauen auch ein bisschen imposanter als wir. Außer die rechts von uns, muss ich sagen. Oder glaube ich Ja, zumindest. das kann ja noch Ja, werden. Wie aber gesagt, ich kann mich nur wiederholen. noch ist das nicht viel imposanter, würde ich mal sagen. Gut, es erinnert mich an dieses Also wenn eine. du dir unseres jetzt von hier anguckst, so also sieht auch noch ziemlich bekackt aus. Das hast du ja schön umschrieben. Also die haben ja auf jeden Fall interessante Küche, muss ich sagen. Küche haben wir bis jetzt noch gar nicht und ich habe auch noch keine Sherlock. eingeplant. Holmes. Wir könnten die Säulen vorne bei aus. Ach du Scheiße. Oh nein, mein Größenwahnsinn kommt wieder durch. Wir könnten ja eine separat regelbare Innen- und Außenbeleuchtung machen. Dann machen wir auch die Säulen, wo dieser Überhang vorne drauf lagert und so von hinten beleuchtet und so, weißt du, ein bisschen ambiente Beleuchtung. Nein. Viel Spaß beim Verkabeln, Raum der Ja, Exil. nee, den wünsche ich dir, du machst den. Muss das wirklich so ein drei großes Tor sein? Kann das nicht ein zwei großes Tor hier sein? Drei ist besser eigentlich. Ja, weil ich Mit komme dem sonst mit dritten sieht meiner man besser. Redstone. Sonst müssen wir die Treppe zum Winterdings direkt hier runter machen oder so. Gut, eine Ecke ist natürlich eigentlich. Oder hier vielleicht? Nee, Aber ich bin gerade am nein. überlegen, wo kann man die Küche rein? Etwa, können wir das noch aufsplitten, diesen Raum, und quasi hier irgendwie noch eine. Na, ich weiß nicht, ich dachte hier eigentlich das Wohnzimmer mehr oder weniger reinzumachen. Hier dann das Esszimmer vielleicht. Gut, man könnte auch hier die Küche machen. Wo? Aber es ist Hier. so offen mit dem Glas da. Obwohl, man, Küche und Esszimmer kann man doch einfach eigentlich verknüpfen. Ich meine, das ist ja ganz relativ Mehr groß. oder weniger sollte das Warte, gehen, dann ja. mache ich einfach mal. Ich habe auch schon Oder eine. mach eine Kochinsel. Das ist moderner. Okay. Tja, das Problem ist nur, wir haben 50 Stunden Zeit und so lange brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Das beunruhigt mich ein bisschen. Naja. Jetzt gehen hier plötzlich irgendwelche Spender los. Guck dir das an. Ah, ach so. Ich versuche mich zu töten. Sieht auch gut aus. Eine kleine Disco Mann irgendwie. von Pool ermordet. Ey, irgendwann kann man bestimmt Haushaltsgeräte verklagen, weil sie irgendwas Falsches Töten. gemacht haben. Oder den Hersteller. Und das glaube ich wohl eher. Naja, das kann man auch jetzt schon, aber. Weißt du, irgendwann sind das alles so Roboter, die mit dir sprechen und so. Weißt du, der Herd, wie hättest du den Kuchen gerne? Ach du Gelb, Scheiße. schwarz oder lila? Soll der Kuchen leuchten oder nicht? Ich frag mich, wie die den leuchtenden Kuchen machen in der Zukunft. Aber naja, gut, vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. Naja, in Japan haben sie schon welche. Echt? Eine leuchtende Schafe, dachte ich. Ja, Kuchen aber auch. Das ist ja der Fukushima-Kuchen. Ach so. Also wirklich. Was denn? Das ist aber nicht politisch Und die korrekt. lachen noch. Ne. Tun sie wahrscheinlich nicht. Der Pool, er lebt.
Ist er denn schon voll Wasser? Guck ihn dir an. Hm. Aber ich glaube, die Dispenser mache ich da mal weg, oder? Das Klacken nervt dann. Ja. Aber das mit dem Licht ist cool. Also. Aber man sollte das, finde ich, einstellen können vielleicht, ob das blinkt oder... Na, wenn du das jetzt kriegen wir das baust, ja irgendwie hin. Wenn du das jetzt Achso. Na gut. Warte mal, in der Nacht, guck dir das mal in der Nacht an, das sieht witzig aus. Ja. Ja. Obwohl das mit dem Wasser irgendwie noch nicht so optimal ist jetzt. Ist das ein Wildwasserpool? Juhu! Ich bin mal gespannt, wie unser Haus nachher wird. Ja, es geht mir ganz genau so. So, ich hab's jetzt eingestellt, jetzt klackt's nicht mehr. Klack, 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 klack. Müsste hier sein. Ich weiß auch ganz ehrlich gesagt nicht, was besser ist. Ganz Boden bis Decke Fenster oder Boden bis ein Unterdecke Fenster? So wie in der Küche. Probier doch einfach, was besser aussieht. Also ich finde, hier beim Überhang sieht Boden bis Decke besser aus. Wie gefällt euch das besser? So langsamer oder schneller? Bisschen langsamer, oder? Ja, ich hab's jetzt langsamer gemacht. Guckt euch mal an. Der Disco-Pool. Also ist so gut. Joa. Das war sehr euphorisch. Ja. Ich bin hier gerade nur ein bisschen durch den Wind, ob wir das alles so hinkriegen. Ach komm, mach dir keine Gedanken, natürlich. Natürlich kriegen wir das nicht hin. Doch ganz genau. Klar. Die haben mich gerade auf eine Idee gebracht, unseren Nachbar. Nee, es wäre zu geklaut. Mach ich nicht. Eine riesige Glaskuppel. Wieso nicht? Und eine riesige Glaspalme. Also, wenn wir bei denen gucken, ich glaube, das kann nicht als Abgucken gewertet werden, oder? Nein. Nachmachen wird auch nicht gezählt. Aber die solche grünen Palmen, das wäre schon nice. Ja, gut. Okay, unser Haus sieht doch schon ziemlich zukunftsmäßig aus. Was die anderen da bauen. Das eine ist ein Tempel. Das andere ist eine Tafelrunde, sag ich mal. Wer weiß, vielleicht haben wir ja noch eine Chance. Tafelrunde mit Küche. Und Brunnen. Wir haben doch noch eine Chance. Obwohl es zu Anfang nicht danach aussah. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass wir... Ich möchte das Haus mitnehmen. So ein fliegendes Haus wäre auch cool. So kannst du dann einfach mal mitnehmen. Oh, können wir den Pool kurz ausschalten? Das geht zu Lasten meiner Frames. Einen Moment. Holz-PC. Was will jetzt Anon sagen? Besser? Ja, ich bräuchte so ein Holz, so mit so einer Minecraft-Holztextur, so ein Gehäuse, weißt du? Besser? Mit deiner? Ja, ja. Danke. Was machen wir dann an? Soll ich dir helfen? Ich weiß auch nicht, Minecraft versteht man da, glaube ich, auch niemals. Nee. Oder warte, jetzt sind wir hier über dem Pool. Ich hatte überlegt, ob man da vielleicht noch so eine interessante Deckenbeleuchtung einbaut. Die sollen
So an den Ecken und dann so Glas drum. Also ich zeig dir das mal ganz kurz. Guck mal, hier ist dann ja nachher der andere Boden. Und dann den Rest mit Glas ausfüllen. Ja, oder halt so ein bisschen indirekte Beleuchtung, warte. Dass man dann hier praktisch, hier ist ja sowieso dann wieder Boden. Und dass man dann, warte. Muss mal ein bisschen was versuchen hier. Und dann hier so Glas praktisch hat. Doch, gut aus. Und dann halt... Ich meine, wir haben ja hier drei, ich habe ja den einen Platz dann zwischen den Decken, das ist ja extra dafür. Und dann, dass man dann hier außenrum irgendwie... ...das Licht baut. Ich muss mal ganz kurz hier die Lampen meiner Lampen an. Damit du was siehst. Mhm. Ich muss sagen, ich finde das andere da jetzt auch nicht schlimm. Oder ich meine, müsst ihr auch sein, ist ja auch euer Haus. Ich meine, der Boden, den kann ich ja schon mal hier ein Stück weiter bauen. Der muss ja sowieso rein. Machen wir hier unten erstmal das Wasser fertig. Das ist gut. Die neuen Glasfarben, das ist ja schon interessant. Wie sieht das jetzt von unten aus? Weiß nicht, Romdex? Ja. Musst du dir mal angucken. Was denn? Ob du meine Idee mit der Poolbeleuchtung da so indirekt, dass das da so oben so, weißt du, so. Hätte ich auf jeden Fall nichts gegen. Musst du sagen, gut oder schlecht? Gut. So, wo auf jeden Fall noch Licht hin soll, ist hier unter die... Warte, da. So. So, das Wasser ist jetzt still. Wunderbar. Musst du auch gar keine Blöcke setzen. Muss eben Blöcke wegnehmen, meine ich. Bau die Dunstabzugshaube doch an die Decke. Ja, ja, das wollte ich ja auch. Haben wir auch Badezimmer? Keine Akaziendecke, nein. Hm? Badezimmer? Das ist noch nicht eingeplant. Vielleicht kriegen wir ja oben noch eins unter. Es wird doch. Ich meine, so schlimm, wie ich jetzt zu Anfang gerechnet hatte. Erhofft hatte. Wird's doch auch nicht. Ich meine, also, es könnte katastrophaler sein. Ja, hätte ich die Ideen gemacht, dann wäre es katastrophaler. Ja, das weiß ich ja nun nicht. Vielleicht wäre es auch viel besser geworden. Ich hatte eine Idee, Eisendiamant. Idee. Na gut. Das ist schon gewöhnungsbedürftig, aber naja, muss ja nicht zwingend schlecht sein. Was die hier bauen, sollte kein Wassertempel sein. Bauen sie da vorne noch einen Altar hin und beten.
Ja. Auch sehr nett. Vorne sind die, ist das Glas weiß bei denen und dann hinten das Glas schwarz. Aber schönes Zimmer. Bei welchen jetzt? Bei DJ Murmel. Nebenan direkt links. Sieht links. Eigentlich ganz hübsch aus von innen. Von wo aus gesehen links? Pinke Haus. Dieses mit dem Goldeingang? Ja. Oh ja, das sieht von innen. Was ist das für ein Material? Das ist ja genial. Das diese Farbkombination, die guck ist ja hier, echt geil. Komm mal hier in die sagen. Küche rein. Die ist auch wunderschön. Oh ja, hier, Romdex. Ja. Abgucken gefragt. Die Dunstabzugshaube, die will ich auch. Hm, okay. Dann gibt es hier noch einen Fernsehraum. Der ist auch wunderschön. Finde ich. War noch dunkel, aber gut. Mit Fernseher, Bücherregalen. Aber so viele Bücherregale brauchen sie nicht. Bald hat jeder ein Buch, Tablet. Ja, ein E-Book. Ein Kindle von Amazon. Und Amazonas. Amazonas. Also irgendwie sieht unser Haus ja sehr kastig aus. Jaha. Jaha. Und der hier neben uns baut ein schwebendes. Auch interessant. Aber glaub mir. Ja. Wollten wir auch zuerst. Oh, hier machst du auch noch was dann, okay. Das ist BPG McManus. Da wäre ich jetzt mal gespannt, wie der auf seinen Namen gekommen ist. Naja, wie wir auf unseren Namen gekommen sind. Hier würde ich noch eine andere Farbe reinmachen. Anstatt die dann so abwechselnd. Eine andere Glasfarbe. Also die mittlere Farbe dann so anders. Gut, das ist wirklich eine Idee. Irgendwie fände ich hier rot ganz cool. Ich weiß auch nicht warum. Ja, kannst du. Na, oh. Rot kannst du noch. Nee, er meinte die Mitte hier. Die Mitte so. Dann hier unten auch. Ich andere bin Farbe. Nicht amüsiert. Es muss nun. vielleicht ein dunkles lasst es auf euch wirken. Oder vielleicht schwarz. Können wir mal ausprobieren, so die Farben. Okay, ich hol mal schwarz raus. Na, das muss ja nun auch nicht sein. Wer ist nicht braun? Schwarz? Nein, okay. Warte mal, ich hab da gerade eine Idee. Ist mir gerade so eingekommen. Eingekammt. Guckt euch das mal an, das Fenster. Ja, gut. Das ist natürlich auch die Frage, ne? Oder vielleicht oder zwei dunkelblaue und dann zwei grüne. Oder. Ach so, habe ich ja noch. Oder vielleicht so. Ne, ich finde den Grundton, der gibt irgendwie schon so ein Pep. Ja gut, aber soll ja auch nicht zu peppig sein, aber du hast schon recht, also schwarz ist zu wenig Kontrast. Hm. Naja gut, können wir ja sonst auch nochmal gucken. Ja. What is that going to be? Ja, keine Ahnung. Also wer hier so drin steht, ich sieht gar nicht mal, es könnte irgendwie so ein Fernseher sein oder so, keine Ahnung, wenn man kocht oder was auch immer. Wenn man drin steht, sieht so lustig aus. Ja, nicht. Ich finde das auch nicht schlecht. Aber ist ja alles noch experimental, was am Ende hier wird. Keine Ahnung. Warte, wie wäre es denn? Also ich würde gerne die Abzugshaube jetzt kopieren, aber sie fühlt mich so schlecht. Warte. Warte. Wir kriegen eine Nachricht vom Planeten Erde. Wir machen eine ganz interessante Abzugshaube. Warte. Nein! Was ist das denn? Nee, Moment. Ich hab hier auch noch gerade eine Idee. Und dann geht das hier so hoch.
Das sieht ein bisschen, Ich. weiß nicht, Guck sieht mal, aus. wie gefällt dir das? Romdex, ist ja deine Küche. Hier unten. So, an dem Ja. Tisch hier und so ein Licht. Wie ist die Auf jeden Fall, Abzugshaube? das finde ich auf jeden Fall nicht Okay, schlecht. irgendwie Nur nicht noch so. an- Nicht und so lecker. ausschaltbar später. Was ist das denn? Sollte eine Abzugshaube werden, so. Ach du Scheiße. Lass dich ja mal. Wer weiß, wie das in der Zukunft aussieht? Dann wohl eher irgendwie. Nee. Das Witzige ist, man braucht zwei Redstone-Fackeln und kann vier Lampen anmachen. Oder du machst den Herd einfach ein bisschen größer. Lass mein Herd da, wo Ne? er ist. Machst so. Dann machst du einen dreibreiten Herd. Lass mein Herd. Da können ja noch Dings in mir Also rein so, dann vielleicht. hoch. Nein, nein, nein. Ja, genau. Ja, aber dann würde ich gern das Ding auch noch hier so erweitern. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Auch den Tresen hier kannst du ja noch erweitern. Den kannst du sowieso, glaube ich, ein bisschen größer noch machen. Zumindest hier rüber. In die Richtung. Ja, gut. Hast du schon mal hier, wie noch heißt dieses komische Schwarzeichenholzbretter versucht? Nö. Habe ich mir ehrlich gesagt Das nicht könnte vor. auch. Naja, aber ich weiß nicht, das helle irgendwie so, also das passt nicht so richtig zusammen mit der Ja, Akazie wir bisher. wissen auch nicht, ob wir die Akazie nehmen. Lass mich nur einmal kurz Dings versuchen hier. Nur den Tresen hier vorne. Na, wie auch immer. Warte, warte. Ach du Kacke, das ist Das ja ist. Das. sehr viel aufwendiger, als ich dachte. Nein, 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 so macht man das. Nein. Der rechts Ja, neben. so macht man das, wenn man keine Ahnung Der hat. Typ, der hier einzeln ist, der macht auch hier Arbeit. Ach, der hier links neben uns, oder? Weil dieses mit dem Steve-Skin. Ja, Moment. Ganz kurz. Ich bin mal wieder AFK eine Runde, ne? Was bist du? Okay. Bis gleich. Okay. So, ich muss mal eben niesen, jetzt bin ich wieder da. Boah, Warte, warte, das warte, sieht, warte. ich Ich weiß nicht, hab's so da. grau und braun und, nee, grau und braun, das sieht aus, als wie so alte Leute. Weiß ich nicht, als wenn das irgendwie. Wer weiß, vielleicht wohnen hier alte Leute. Touche. Woher willst du das wissen? Außerdem, willst du etwa alte Leute jetzt beleidigen, oder wie? Warte, Das wollen wir habe ich hier nie noch gesagt. dunkel. Huch. Da schiebt sich gerade mein ganzes Mikrofon hier. Inklusive dem Stativ. Ach, so. So, jetzt soll es wieder gehen. So, wieder an die Maus hier. Ist ein bisschen komisch mit so einem Mikrofon, mit Stativ, so. Das ist alles noch etwas sehr ungewohnt für mich, muss ich sagen. Hast du ja nun noch nicht so lange, das verzeihen wir dir. Dankeschön. Weiß ich nicht. Dann muss das hier aber auch noch grau. Ach, komm, mach das Schwarz-Dings weg, das ist hässlich. Ja, warte, dann lass uns überlegen, was wir dann dahin tun, weil Birke gefällt mir irgendwie noch nicht so. Nelson Mandela. Ja, schade, dass der gestorben ist. Auf jeden Fall ein Ich habe guter noch eine Mann. sehr gewagte Nein. Idee. Wie wäre es mit Quarz? Ich meine, moderne Küchen sind ja gerne mal Tja. weiß. Ich versuch's Ich weiß einfach nicht, mal. aus welchem Höllenspalt du entflohen bist, aber. Nein, das macht man nicht so. Nein, das ist. Nein. Das ist mir egal, wie man das macht. Ich mache das so. Was ist bloß bei dir schief gelaufen? So, hier oben mache ich schon mal die Lichter neben der Abzugshaube an. Ja. Ja, warum nicht? Das geht. Was? Gut, ich dachte gerade, du machst da keine Treppen hin. Gut, ich dachte die Küche eher etwas rustikal, aber na gut.
Ist vielleicht auch nett. Nur nett? Internet. Interessant wäre natürlich vielleicht das Glas über den Tresen zu machen. Was? Ach so. Das Glas über den Tresen zu machen. Ich weiß, wie du das meinst. Obwohl, ich hätte hier vielleicht auch... Warte... Wir brauchen auch noch so einen großen Fernseher. Wir haben hier beim gemütlichen Männerabend hier das Fußballspiel sehen möchte. Ich... Oh, Entschuldigung. Ich muss mir das Muten beim Husten angewöhnen. So. Ja, obwohl ich die doch lieber gerne in der Dings hätte. Oder warte. Wo hättest? Im Essbereich? Nein, so mache ich das nicht. Lieber irgendwie... Warte, wie hatte ich mir das gerade gedacht? Warte. Der ist halt nicht in der ganzen Größe hier so rausschauen, sondern... Ach so, warte, dann tu den da wieder so hin, wie er war. Ich weiß, was du meinst. Mit so Bitch-Slaps. Praktisch, So, weiß irgendwie... Oder vielleicht nur dazwischen. Ich fand, meine Idee sah gerade voll gut aus. Guck's dir doch erstmal an. So. Hä? Now we are talking. Obwohl das auch etwas sehr gewöhnungsbedürftig aussieht, muss ich ja sagen. Naja, wir können die Lampen da ja auch einfach wegnehmen. Das wäre ja auch noch eine... Ja, ich würd sie lieber in die Decke einbauen, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ich find's auch irgendwie interessant so. Obwohl, weißt du, was vielleicht auch interessant wäre? Was denn? Wenn man das nochmal farblich absetzt. Von? Zum Beispiel durch so einen weißen Bogen jetzt oder so. Hier schwarz drauf machen. Nee, mach da mal grau. Das Grau passt besser, weil schwarz sieht so lila aus. In dem Default. Mann, seit wann sieht schwarz lila aus? Ich weiß nicht, das ist schon seit jeher. Ich glaube, du hast etwas zu viel. Ne, und so mit deinem Gras übertreibst du es manchmal ein wenig. Ja. Also keine Angst, das war jetzt ein Scherz. Ja, also. Wir sind beide den Drogen abgeneigt. Also wir handeln nicht nach Prinzip YOLO. Um mal wenigstens ein vernünftiges Thema in dem ganzen Let's Play hier anzusprechen. Glaube ich zumindest, dass es relativ vernünftig ist. Ja gut, das nimmt doch schon Gestalt an. Aber können wir diese Dunstabzugsding vielleicht auch noch grau machen? Das sollte ja aber Metall sein, darum war es ja hell. Ah. Warte, jetzt hast du weiß. Was? Jetzt hast du weiß zu fassen. Das ist ja hellgrau, oh mein Gott. Nee, warte, wie wär's mit... Ernsthaft, das geht nicht? Na gut. Warte. Nee, so ist schon gut. Ja, warum nicht? Hinter muss ja auch noch irgendwie ein Esstisch hin. Ja, der muss da auch noch irgendwo hin. Der nimmt natürlich auch noch ein klein wenig Platz weg. Mit dem und die Küche, die sichern schon mal ein paar Sympathiepunkte zumindest. Vielleicht, ja. Was haben wir denn hier? Okay. Also vorne ist jetzt halt quasi der Mittelstreifen aus schwarzem Glas. Was? Ah, nur der untere. Nee, das gucken wir nochmal. Das müssen wir nochmal gucken. Genau kann ich das noch nicht sagen. Okay. Erstmal gehen wir davon aus, dass es so bleibt. Vielleicht packen wir da noch irgendwas Interessanteres rein, weil das sieht ja schon ein bisschen langweilig aus. Das kann man ja nun nicht anders sagen. Brauchen auf jeden Fall noch viele Fenster und Balkone. Weil manche Seiten sehen echt etwas sehr langweilig aus. Muss ich sagen.